wunderschöne Altstadt hier. Herrlich, ne? Das ist die Neustadt. Neustadt. Schön Antalya, in der Türkei. Hier ist der Hafen. Und darunter geht es gleich, weil ich gleich mit dem Boot anfahren werde. Wir denn? Ah, hier ist es sehr windig. Leid, tut mir sorry. Ja, muss hier rennen. So, I have too much every day, every night. Eine Schlucht hier.
eine Boje da im Meer, also gegenüber der Hafeneinfahrt. Ja, da liegt ein südfranzösisches Versorgungsschiff. Erster Weltkrieg war die Türkei beteiligt. Zweiter Weltkrieg waren sie schlauer. Ja, waren nicht beteiligt, haben sich sehr lange zurückgehalten, obwohl aus Deutschland, aus England, aus Amerika sehr viele also, Botschafter gekommen sind, um die Türken auf ihre eigene Seite zu ziehen, hat damals İsmet İnönü, der damalige Präsident, hat es also geschafft, unabhängig zu bleiben. Ne? Nur, das Versorgungsschiff, was da ist, das wurde durch die Engländer versenkt. Ja. Wir haben das schon vorher bemerkt, von hier aus ungefähr, also auf dem Landweg 150 Kilometer. Und da sind Flugzeuge auf Zypern hergeflogen. Die Küstenländer haben die gesucht und haben sie hier erwischt. Und haben, die wollten noch reinfahren, haben sie nicht geschafft, denn die Hafenbucht ist für die auch tabu gewesen. Eigentlich da auch schon, weil das ja schon türkisches Hoheitsgebiet ist. Aber wie gesagt, die Engländer haben das öfter schon Sachen gemacht, was also ja, als unfair bezeichnet sein kann. Aber, gleich, ich filme gerade.